Sinn oder Unsinn, hoher Sample-Raten. Meine Aussagen zu diesem Thema kann man zu Recht als polarisierend bezeichnen und einige Tonmeister und Mastering-Gurus werden mich dafür wohl köpfen wollen. Daher beginne ich mit einem geliebten Zitat, das da lautet: Ultraschallkomponenten verursachen durch Nichtlinearität des Lautsprechers Intermodulationsprodukte im hörbaren Frequenzbereich. Nur deswegen ist ein Unterschied bei der Wiedergabe feststellbar. Diese Aussage stammt von den beiden Japanern Ashihara Kaoru und Kiyo Shogo vom National Institute of Advanced Science and Technology und bezieht sich auf den wissenschaftlichen Beweis dafür, dass die Wiedergabe von Frequenzen oberhalb von 22 Kilohertz zu Verzerrungen im hörbaren Bereich führen, die einige Menschen als Brillanz beschreiben. Statt der aufwendigen Verwendung hoher Sample-Raten könnte man dem Frequenzbereich zwischen 16 und 22 Kilohertz auch gekonnt und dosiert Rauschen hinzufügen. Das wird vom Gehör erwiesenermaßen auch als Brillanz interpretiert. Um noch deutlicher zu werden, halte ich Sample-Frequenzen über 48 Kilohertz für absoluten Blödsinn, wenn man sich nicht auf die Produktion von Tiermusik spezialisiert hat. Dazu gehört Katzenmusik, Fledermausmusik oder ähnliches. Es gibt wenige Ausnahmen, in denen Oversampling, das heißt eine Verdoppelung der Abtastrate, sinnvoll ist. Die digitale Nachbildung bestimmter analoger Geräte kann ein internes Oversampling erfordern, um die analoge Verhaltensweise zufriedenstellend digital nachbilden zu können. Das trifft besonders bei der Bearbeitung sehr hoher Frequenzen oder beim Brick Wall Limiting sowie bei der Sample Rate Conversion zu. Beispielsweise arbeitet der Pultec EQ der UAD1-Karte mit internem Oversampling, um die weiche Filtercharakteristik des Originals nachzustellen. In solchen Fällen findet die Verwendung hoher Sample-Frequenzen diskret im Hintergrund statt. Und wir brauchen uns keine Gedanken über diese Thematik zu machen. Die Hysterie über völlig realitätsentrückte Sample-Frequenzen wie 192 Kilohertz sind meiner Meinung nach ein lustiger Marketing-Gag der Audioindustrie, um uns zu neuen, unnötigen Investitionen zu bewegen. Ich persönlich habe mich entschieden, das Spiel bis 96 Kilohertz mitzuspielen, sofern es ausdrücklicher Kundenwunsch ist.